Hallo zu einem neuen Video. Ja, wir müssen ein paar Heuballen wieder reinfahren. Ich stelle hier aber irgendwie mal hin, irgendwo hin. Wo genau, weiß ich noch nicht. Ja, ich muss hier nochmal wieder alles aufmachen, nach hinten hin und so. Und dann gucke ich mal, was ich euch zeige so. Wegen auch Wetter, wollte ich schon sagen, wegen Helligkeit. Und so. Und ja. Dann muss ich noch was von drüben von der Wiese holen. Ja, wie gesagt, das muss man mal eben gucken, wie hell das ist. Und genau, dann gucken wir mal, was noch so abgeht. Ne? Also in diesem Video. Heute ja nicht so viel, nur Heu reinfahren und dann auch ein Bein anschneiden. Also ein Bein aufmachen. Und dann noch was von der Wiese holen. Und mehr. Steht auch, glaube ich, erstmal nicht an. Und ja, damit fangen wir auf jeden Fall erstmal an. Und dann sehen wir weiter. Na, also.
weiß, man sieht mich nicht. Ich hoffe, man hört mich aber auch. Ich denke mal schon, nach meinen Erfahrung mit der Cam. Jetzt seht ihr so ein bisschen was. Hier sind wir ein bisschen aus dem Bild. So sieht er aus im Dunkeln. Hatte ich ja mal in einem Video, glaube ich. Ne, habe ich gar nicht gemacht. Ist ja auch egal, aber so sieht er mal im Dunkeln aus. Von hinten, ne? Normale Beleuchtung, aber hinten bräuchte ihr dann nochmal einen Arbeitsscheinwerfer als nach hinten. So wie ihr das eben gesehen habt, ist halt doof, ne? Man sieht gar nichts. Wenn man hier ein bisschen was hantieren will, gut anbauen und so, das geht alles. Das seht ihr auf der Kamera halt nur nicht so gut. So von der Seite. Ja. Das hier ist das Standlicht und halt die, weiß nicht, ist das die Kennen, auf jeden Fall die Außenbeleuchtung. So sieht auch von vorne aus. Ja. Und von der anderen Seite. Und können wir nochmal die Tacho-Einheit. Hier nochmal rum. Die sieht so aus. Das nehmen wir hin. Kann man das besser zeigen. Ganz klein und blass einfach. Ne? Glitzermesser, aber man erkennt alles. Ne? Hier Benzin oder Tank, Diesel und hier Öl. Ja. Hier ist noch. Obwohl, auf der Kamera sieht das gar nicht so hell aus, ist aber viel heller. Ja, Warnblinker und Standlicht. Ja. Okay, so wie hierzu. Zur Wiese fahre ich jetzt nicht mehr. Was ich vorhatte. Weil ist zu dunkel jetzt und ich muss jetzt da vorne wieder alles aufmachen. Ich weiß gar nicht, ob man mich sehen könnt. Ja. Und das ist halt doof. Ja, ist jetzt Samstag. Datum ist jetzt egal. 2 Tage später, wie die letzte Aufnahme. Die Katze sitzt vor der Haustür und ich möchte mal eben. Wieder das eine Loch für das Gartentor frei bohren. Kann ich mal gezeigt. Kann ich mal wieder zeigen. Hier ist noch ein Bit drin. Von dem Baum. Der hier, jetzt. Och, der geht sogar noch. So. So, ich habe hier so viele, brauchte ich gar nicht. Egal. So, dann wollen wir den Bohrer, den ich dafür nehmen. Dann muss ich mir nochmal einen größeren besorgen oder einen dickeren. Einfach, der ein bisschen dicker ist und nichts kostet. So, lassen wir die Katze mal rein. Die ist halb erfroren, weil die hier draußen die ganze Zeit rumläuft. Das ist auch eigentlich nicht so ein Wetter für mich. Wir haben es jetzt plus 1 Grad oder sowas. Oh, genau. So, dann zeige ich euch das mal eben. Das ist jetzt nichts Weltbewegendes, was ich da mache, aber ja, ich zeige euch das nochmal wieder. Und zwar, hier haben wir ja diesen Verankerung, ne, damit das nicht hin und her so wackelt. Und ja, da in diesem Loch befindet sich ja immer wieder Erde, ne? Und dieser Bohrer ist halt zu dünn, ne? Funktioniert zwar, ist zwar nicht so schön, ne, aber ich muss das auch nochmal ausmessen, wie dick der halt ist, ne? Weil sonst weiß ich nie, wie ich das hier rauskriegen soll, ne? So, ne? Geht er da wieder ein bisschen tiefer rein, ne? Und dann hält er wieder ein bisschen stabiler.
deshalb mache ich das. Ja, wir müssen ja hier auch noch mal wieder ein bisschen Lauf machen. Ja, ich habe ja jetzt ab Montag 2 Wochen Urlaub. Ist wieder schön. Was heißt jetzt wieder schön? Also ja, es ist immer schön zwischendurch mal Urlaub zu haben. Und ja, nur ja, wenn man halt Urlaubanspruch hat, dann hat man halt Urlaubanspruch. Dann ist das halt so, ne? Dann nehme ich den halt, wenn ich denke, dass ich das brauche, ne? Dann mache ich jetzt keine, ja, weil ich bin da nicht auf irgendjemand angewiesen. Oh. Wenn du die Katzen, ne, mit fütterst, wie diese da. Die gehört eigentlich meiner Mutter, aber ab und zu gebe ich dir auch mal was, ne? So nachmittags. Ja. Und dann weißt du das und dann kommst du wieder her. So. Und ich weiß nicht, was ihr schon gesehen hattet. Gut. Ganz großer Haufen. Ich glaube, diesen einen Haufen da bis hier so hattet ihr, glaube ich, gesehen. Und den anderen, glaube ich, noch nicht. Den hat, ja, mein Bruder, ja, organisiert. Könnte man dazu sagen, ja. Aber das ist jetzt so ein bisschen doof. Wenn ich hier rausfahren will, dann, ja, ist das immer ziemlich eng. Und dann fahre ich hier immer so ein bisschen rauf auf diese Rasenfläche hier. Sonst, oder ich muss halt ein bisschen, immer mal wieder ein bisschen zurückfahren. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber so wie ich das auch mitgekriegt habe, kriege ich dann noch eine Fuhre. Und, ja. Deswegen habe ich mir so gedacht, fange ich hier heute mal so ein bisschen an. Da hat es schon angefangen. Oder ich fange damit oder mache damit weiter. Mit dieser Palette hier. Legst ja Steine drauf. 5 bis 7 Schichten. Mal sehen, wie viel ich mache. Die ist auch schon angeknackst. Sehe ich gerade hier. Diese beiden hatte ich mal mitgebracht von der Firma. Vor kurzem, vorletztes Wochenende. Dann steht auch noch eine oder dann liegt auch noch eine. Ne? Und dann mal sehen, wie weit ich komme und wie viel Lust ich habe. Aber zumindest wollte ich hier so vorne so ein bisschen was wegmachen und dann, ja, sehen wir weiter, würde ich sagen. Ne? Und dann stelle ich euch hier irgendwo hin gleich und dann denke ich mal, lasse ich das so ein bisschen in Zeitraffer laufen.
Ich habe jetzt 5 Lagen gemacht. Mein Bruder meinte so, der Lader schafft 5 bis 6. 5 bis 6, 5 bis 7. Aber 7 ist schon Schmerzgrenze. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache 5. Und dann sind hier so komische Halbe drauf. Nicht dra ja, drauf auch, aber auch mit dabei. Die sind irgendwie höher wie die anderen. Sonst habe ich normale, hier ist einer, der wurde geknackt, ne, weil das irgendwo nicht reinpasste. Und so halbe habe ich dann halt da mit so eingearbeitet, ne. Und dann sind das jetzt 5 Lagen, ne, damit der Lader das auch packt, ne. Ich weiß nicht, ich glaube, Einstein waren mal, ich meine, 2,5 Kilo oder so. Ich habe keine Ahnung. In einer so einer Reihe liegen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 1, 2, 3, ja, 3 Reihen und halt noch hier 1, 2, 3, 4, 5. Ja, weiß nicht, könnte man jetzt ausrechnen. Vielleicht rechne ich das auch nochmal aus, ansonsten könnt ihr das ja nochmal ausrechnen. Also 11 mal 3, 6, 12, 18, ne? Mal 18 und dann nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, 15, 20, 25, ne? Naja. Also es waren 11, 11 in einer Reihe, 3 so, nochmal so. Dass ihr das vielleicht nochmal nachrechnen könnt, wie gesagt, sonst weiß nicht, rechne ich das auch nochmal nach. Aber das kommt dann in einem anderen Video. Das sind 11 in einer Reihe, 3 nebeneinander, sind 11, 22, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Wir rechnen jetzt mit 38, 38 mal 5. Und rechne ich das mal eben aus. Das kann ich ja auch mal machen. So. Oh. Einfach. Ups. Das seid ihr jetzt einfach mal ungeschnitten mit dabei. Ne, ich zeige euch mehr, zeige ich jetzt euch nicht, weil einmal ein Zeitraffer reicht, glaube ich. Ne? Und so. So. 35 mal 5. Okay, das sind 35 mal 5. Wenn ich jetzt richtig getippt habe und gerechnet habe, sind das 185, 175 Kilo. Ach, warte mal. Nein. Das sind dann 175 Steine, so rum. Genau. Mal 2,5 sind 437,5 Kilo. Und er ist angegeben, sogar mit 500 Kilo, glaube ich. Na, aber das mit diesen Ausrechnungen da, das hatte ich ja schon mal, ne, wie das hinkommt. Also da ist das schon mit gut ausgelastet, denke ich mal. Wie gesagt, wenn mein Bruder da mal mehr drauf haben will, kann man da ja immer noch ein paar raufschmeißen, ne? So ist das ja nicht. Und wie gesagt, ich schmeiß da jetzt um die anderen halben mit drauf. Dann kommen da ja auch nochmal immer ein paar Kilos mit drauf. Ich glaube, ein so ein Ding, was nicht. Ja. Über 1 Kilo werden die ja schon haben. Genau. Bisschen was ist ja schon weggekommen, ne? Wie man sehen kann. Und ja, letztens nochmal dazu zurückzukommen, habe ich nur die Beine gefahren. Wie ihr gesehen habt, auf der Carcam ist es ziemlich dunkel. Vielleicht, ich habe es nur schon mal so ein bisschen zusammengeschnitten. Vielleicht kriege ich das auch noch mal ein bisschen heller, die Fahrt. Müssen wir mal gucken, ne? Werdet ihr dann sehen oder habt ihr dann gesehen, damit das nicht ganz so dunkel ist, ne? Aber entweder ist es relativ dunkel, dann ist es halt so, ne? Ist dann halt die Gegebenheiten so geschuldet, ne? Und dann seht ihr auch, dass ich auch ein bisschen im Dunkeln arbeite oder in der Dimmerung, ne? Und ja, genau. Dann mache ich hier noch mal. Vielleicht eine noch. Stapel ich nochmal auf. Ne, dass ich hier vorne vielleicht noch ein bisschen frei kriege. Ne, damit ich hier besser mit dem Auto hinfahren kann. Und genau. Dann hole ich euch am Ende nochmal wieder und zeige euch, wie weit ich nun gekommen bin.
Jetzt aber schnell. Noch sieht das ganz gut aus auf dem Display. So, zweite Platte auch voll. Na, mit 5 Lagen. Da auf der anderen habe ich noch so eine Gehwegplatte. Und ja, ich weiß gar nicht, ob man das so sehen kann. Doch. Ja, von da so, ne? Bis dahin. Da ist glaube ich nur Sand. Also es ist guten 50 bis 80 cm, denke ich mal, frei. Habe ich hier noch ein bisschen was weggenommen. Ja, hier oben lag die Platte. Na, weil man da immer hingeht. Ich denke, die Platte nehme ich gleich auch noch mal eben weg. Kann man hier wieder ein bisschen besser lang gehen. Was heißt, da habe ich ja eigentlich nicht viel weggenommen, aber ja. Ihr wisst vielleicht, was ich meine. Da habe ich ein paar Steine weggenommen. Weil, ja. Effektiv war das jetzt vielleicht nicht, ne? Dass ich den Sand da oben wieder raufschmeiße. Aber ja, mein Bruder kommt nachher kommt noch wieder nach Hause mit Anhänger und der braucht hier so ein bisschen Platz auch zum Drehen hier vorne, ne? Und dann konnte ich da nicht noch Sand hinschmeißen, ne? Erstens kriegt man das nicht weg und zweitens, ja, also da auf Rasenfläche kriegt man es nicht weg, ne? Wenn man es hier weiter vorne hin macht, dann haben wir das Problem, dass meine Mutter und ich dann nicht mehr hier rauskommen, ne? Weil wir drehen da ja immer hin. Genau. Schaufel habt ihr vielleicht gesehen. Ich habe den Sand mit der Schaufel weggemacht. Genau. Und was ich vielleicht. Nee, hatte ich noch gar nicht erwähnt. Hier sind dann noch. Also diese großen Steine. Ne? In groß, nicht in halbe, sondern in ganze, so rum. Kann man das überhaupt noch sehen? Ja. Genau. Soweit dann hierzu. Ne? Wie viel Quadratmeter das jetzt waren? Ne? Da und bei uns voraus liegt ja auch noch ein bisschen was. Das weiß ich jetzt gar nicht, wie viel das jetzt waren. Müsste ich meinen Bruder nochmal nachfragen. Ich meinte, er hätte gesagt, ich glaube 100, 120 Quadratmeter. Müsste ich nochmal nachfragen und dann, ja, entweder schreibe ich das unten in eine Videobeschreibung oder im nächsten Video erwähne ich das mal. Ja, genau, hier effektiv war es vielleicht jetzt gerade nicht so, ne? Wie gesagt, man hätte es irgendwie separat machen müssen, den Sand. Ich hätte es auch in eine Schubkarre laden können gleich und dann irgendwo hinfahren, aber die Frage ist erstmal, wohin? Wenn auf dem Paddock, da sind jetzt gerade die Pferde. Genau. Dann soweit hierzu. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Lasst doch einen Daumen da, einen Kommentar wieder da. Und eventuell auch ein Abo. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.